Es wird wieder getestet. Der Kreisklassist TSV Sauerlach empfängt den Bezirksligisten FC Phoenix München. Auf dem Papier ein Klassenunterschied. Doch die Sauerlacher zeigten schon beim ersten Test gegen Phoenix im März beim 2:2, dass sie mit den Großen mithalten können. Und die Gastgeber übernehmen auch direkt das Spielgeschehen und versuchen mit langen Diagonalbällen die Abwehr auseinanderzuziehen. Simic mit der flachen Hereingabe und da kommt im Hintergrund Alassani eingelaufen und schiebt mustergültig ein. Das frühe 1:0 in der 20. Minute. Der 21-jährige Mazedonier hat schon in den ersten Minuten mit schnellen Flügelläufen für Gefahr gesorgt und markiert jetzt die Führung. Was kommt danach von den Gästen? Vielleicht mal über einen ruhenden Ball. Hier versucht es Yilmaz mal direkt, aber keine Gefahr für Keeper Horn. Weiterhin die Sauerlacher wollen kurz vor der Pause den zweiten Treffer erzwingen. Schöner Pass in die Tiefe und Islami kann nur durch eine Notbremse gestoppt werden. Der rote Karton bleibt aber zur Verwunderung vieler in der Hosentasche des Unparteiischen. Nun eine lukrative Freistoßposition, direkt am 16er. Da stehen einige Schützen da. Und am Ende macht es Bikic, der hochgewachsene Abwehrchef, mit dem zweiten Treffer an diesem Abend. Der Torwart sieht da aber auch nicht besonders gut aus, macht das Torwart-Eck zu weit auf und da lässt sich ein Bikic nicht zweimal bitten. Nochmal gut zu sehen in unserer zweiten Kameraperspektive. Und der TSV presst weiter hoch und zwingt Phoenix zu Fehlern. Wie hier, Alassani schaltet am schnellsten und schiebt einen zum 3:0 kurz vor der Pause. Ja, was ist denn hier los? Von Klassenunterschied nichts zu sehen. Phoenix völlig von der Rolle und die Sauerlacher eiskalt. Nach der Pause das gleiche Bild. Der Ball kommt auf Umwegen zu Alassani und der schiebt quer auf Islami. Das 4:0, eine Minute nach dem Seitenwechsel. Der 20-jährige Albaner macht den Deckel drauf. Jetzt wird es noch deutlicher. Phoenix muss aufpassen, dass das hier kein Debakel wird. Sauerlach will weiterhin nachlegen. Kombinieren nach Lust und Laune. Schöner Seitenwechsel. Und da versucht es einmal Simic. Da fehlen nur ein paar Zentimeter. Phoenix gedanklich jetzt schon unter der Dusche. Schwacher Abwurf von Latzl. Gürpina ist auf Zack, fängt den Ball ab und trägt sich dann auch noch in die Torschützenliste ein. Der 30-jährige Türke, der auch schon bei Haching in der U19 kickte mit dem 5:0. Aber auch der Kreisklassist lädt zu Chancen ein, wird jetzt nachlässig. Der eingewechselte Germain schnappt sich den Ball und macht sich auf dem Weg zum 5:1. Der Anschlusstreffer in der 64. Minute durch den Mann aus Gambia. Nochmal ein Hoffnungsschimmer für die Gäste. Hat genug Zeit und guckt sich eine Ecke aus. Der TSV unbeeindruckt. Da hat unsere Kamera noch nicht mal fokussiert. Da schlägt es eine Minute später schon wieder ein im Phoenix-Tor. Wieder ist es Alassani, der das halbe Dutzend vollmacht. Überzeugt heute auf ganzer Linie. Die Sauerlacher schalten nun einen Gang runter. Aber das kann gefährlich werden. Wieder ein Fehlpass. Diesmal in die Füße von Oktay. Und der kann nur durch ein Foul gestoppt werden. Und diesmal zeigt der Referee die rote Karte. Unverständlich für viele Sauerlacher. Wurde doch in der ersten Halbzeit für die gleiche Aktion keine Karte vergeben. Eine Szene haben wir noch. Wieder ist es Alassani. Doch diesmal trifft er nur den Querbalken. Das ist dann auch die letzte nennenswerte Szene in diesem sehr unterhaltsamen Test. Die Sauerlacher präsentieren sich in Bestform und gewinnen verdient am Ende mit 6:1. Der ersatzgeschwächte FC am Ende mit zu großen Lücken im Abwehrverbund. Der Mann des Spiels war bei uns nochmal am Mikrofon. Das Mannschaftsspiel war viel besser. Es waren mehr Leute da auf dem Platz. Wir haben Gas gegeben, mit Herz gespielt und ja, so kann man eigentlich jedes Spiel gewinnen. Am Wochenende geht es für beide direkt weiter. Der TSV empfängt Kirchseeon. Phoenix testet gegen Forst-Inning.